Ingressive präsentiert das Magnus Archiv. Episode 60 Beobachtereffekt. Aussage von Rosa Mayer bezüglich einem anhaltenden Gefühl, beobachtet zu werden. Ursprüngliche Aussage, abgegeben am 12. Juli 1972. Audioaufnahme von Jonathan Sims, leitender Archivar des Magnus-Instituts, London. Aussage beginnt. Es ist immer noch da. Es beobachtet mich immer noch. Ich kann nirgendwo hin. Es gibt keinen Ort, an dem ich mich vor seinem Blick verstecken kann. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, was es von mir will oder ob es je etwas anderes vorhatte, als mich aus seinem Versteck anzustarren, wo immer das auch sein mag. Ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, es ist jetzt schon Monate her und es ist immer noch da. Sie können das nicht sehen, ich weiß. Ich kann es auch nicht sehen, aber es macht nichts, denn es kann mich sehen. Das ist die Hauptsache. Ich kann spüren, wie sich sein Blick in meinen Nacken bohrt. Hasst es mich? Oder will es nur, dass ich weiter in Angst lebe? Ich weiß nicht, warum das alles mir passiert. Zuerst dachte ich, es sei eine Person, ein Stalker, der sich einfach versteckt. Ich dachte, wenn ich ständig das Gefühl habe, dass mich etwas beobachtet, dann muss es eine Person sein. Es muss jemand sein, der mich verfolgt. Ich weiß, wie das ist. Ich hatte schon mehr als einen Stalker. Ich begann mir die Gesichter der Personen, die mir täglich begegneten, genau anzusehen. Ich wollte wissen, ob ich sie vielleicht wiedererkannte, ob ich sie irgendwo schon einmal gesehen hatte. Hatte ich den Mann im grünen Mantel heute Morgen schon im Bus gesehen? War der Fahrradkurier um die Ecke gebogen und hat mich dann wieder überholt? Nein, es hat nie etwas gebracht. Niemand ist mir gefolgt. Aber etwas hat mich beobachtet. Das tut es immer noch. Seltsamerweise ist das ein Gefühl, an das ich eigentlich gewöhnt sein sollte. Ich werde seit Jahren von Menschen beobachtet. Ich moderiere fast jeden Tag die Look East-Sendung in den Nachrichten der BBC. Zumindest habe ich das. Und am anderen Ende der Kamera saßen Zehntausende von Menschen, aber ich habe es nie gespürt. Manchmal, wenn ich meine Augen auf die Kamera gerichtet hielt und von der neuesten Einbruchsserie erzählt habe, versuchte ich es zu spüren, versuchte mir vorzustellen, dass all die Menschen mich sehen, mich beobachteten. Aber selbst dann, wenn ich es versuchte, war es nie mehr als eine tote, leere Linse. Vielleicht ist es ganz gut so, dass ich es nie zuvor gespürt habe. Ich habe meinen Job innerhalb von 2 Wochen verloren. Dieses Gefühl überkam mich. Ich konnte mich nicht konzentrieren, ich konnte nicht in die Kamera schauen, ich konnte die toten, leeren Worte auf dem Papier nicht lesen. Am Ende hatte ich so etwas wie einen Zusammenbruch. Live. Ich schätze, es ist ein glücklicher Zufall, dass Sie in London sitzen. Sie haben es bestimmt nicht gesehen. Ich weiß noch genau, wann es anfing. Rückblickend erscheint es mir alles so willkürlich. Es war wie ein Schalter, der plötzlich umgelegt wurde und mit einem Mal mein Leben zerstört hat. Es war vor 3 Monaten, im April. Ich machte gerade Inventur für einen Teil des Nachlasses meines Bruders, um den ich mich nach seinem Tod weitgehend selbst kümmern musste. Meine Eltern hatte die Sache schwer getroffen und sie waren auch gar nicht in der gesundheitlichen Verfassung, um in sein kleines Haus in Southampton zu fahren und zu versuchen, seinen spärlichen Besitz zu sortieren. Ich glaube, ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl bei der Sache. Es ist nicht normal, dass man so jung an einem Schlaganfall stirbt. Ich meine, er war erst 38 und ja, er war nicht gerade der gesündeste, aber es schien einfach so zufällig passiert zu sein. Ich war immer sehr religiös und habe geglaubt, dass die Dinge aus einem bestimmten Grund geschehen, dass den Tugendhaften der Segen und den Sündern das Unglück zuteil wird. Aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Man könnte vielleicht sagen, dass meine Neugierde mir das eingebrockt hat. Aber ich habe die Kisten nicht geöffnet, weil ich neugierig war, sondern
weil ich sie öffnen musste, um eine vollständige Bestandsaufnahme der Besitztümer meines toten Bruders zu machen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das als Vergehen durchgeht. Sie war nicht einmal besonders gekennzeichnet, ja? Sie war keine Eichentruhe oder ein dreifach verschlossener Messingkasten. Nur ein gewöhnlicher brauner Karton, wie jeder andere. Ich glaube nicht, dass mir daran irgendetwas besonders ins Auge gefallen ist. Aber wenn ich zurückblicke, habe ich trotzdem das Gefühl, dass sie irgendwie hervorstach. Sie hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ich habe sie länger angestarrt als die anderen Kisten, die sich in seinem Haus stapelten. Es war so verdammt ruhig. Ein einsames Zeugnis von Christophers Isolation. Er hatte nie geheiratet und nichts in diesem schmuddeligen Haus schien darauf hinzuweisen, dass er irgendwelche Freunde gehabt hatte. In vielerlei Hinsicht erinnerte es mich an mein eigenes Leben. Ich habe genügend Freunde in Norwich, aber keine Familie außer Christopher und meinen Eltern. Ich habe allerdings meine Gründe dafür, und trotzdem hat mich die Durchsicht der Sachen meines verstorbenen Bruders zu der Art von Nachdenken verleitet, die mir Unbehagen bereitete, und ich trank mehr, als ich es normalerweise tun würde. Es war mein zweiter Tag dort unten, als ich die Kiste geöffnet habe. Ich war daran, alle Kisten mit seinen alten Dokumenten durchzugehen, und davon gab es viele. Christopher hatte für die Geschichtsfakultät der Universität von Southampton gearbeitet. Ich weiß nicht, worauf er sich spezialisiert hatte. Wir haben nie wirklich über seine Arbeit gesprochen. Aber nach dem zu urteilen, was ich in seinem Arbeitszimmer gefunden hatte, hatte er ein paar Bücher über antike Mythen und Fetische geschrieben. Also über Gegenstände, denen in verschiedenen Kulturen übernatürliche oder religiöse Kräfte zugeschrieben wurden. Sein erstes Buch handelt vom Heiligen Kreuz des Christentums und davon, wie es in unserer Kultur als Fetisch wirkt. Das hat mich ein wenig beleidigt. Ich war besorgt, dass er den Glauben trivialisierte, den er, soweit ich wusste, mit mir geteilt hat. Ich habe trotzdem versucht, eins der Kapitel, die Verwendung des Kreuzes in Vampirmythen, zu lesen, aber es war sehr trocken und ehrlich gesagt etwas langweilig. Die meisten Kisten waren ähnlich, voll mit Notizen und Zeitungsausschnitten und Forschungsergebnissen, die mir absolut nichts sagten. Ich legte sie beiseite, um Angus Cartwright drüber schauen zu lassen, einem von Christophers Kollegen, den ich gebeten hatte, einen Blick auf die Unterlagen zu werfen, die ich nicht verstand. Einige der Kisten enthielten jedoch etwas, von dem ich nur annehmen kann, dass es der praktischen Forschung gedient hat. Fetischobjekte und Totems aus der ganzen Welt. Kleine aus Knochen geschnitzte Tierfiguren, Glasperlenketten, die in komplizierten Knotenmustern zusammengebunden waren, groteske, quasi menschliche Statuetten aus Holz und altem Leder. Einige von ihnen waren mehr als nur ein bisschen beunruhigend, aber nur eins davon hat es geschafft, mein Leben aus der Bahn zu werfen. Wie ich schon sagte, war es eine der letzten Kisten, die ich am zweiten Tag geöffnet habe. Es war spät und ich hatte bereits den größten Teil einer Flasche Wein getrunken. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass sich das Öffnen dieses Kartons nicht anders angefühlt hat als bei den anderen. Keine starken Gefühle, keine Gerüche, nichts. Es war einfach nur eine Kiste, in der sich nichts befand, außer einer einzigen, maschinengeschriebenen Notiz und einem alten Handspiegel. Sie lagen völlig harmlos im Innern der Kiste. Wenn es eine Falle gewesen war, dann konnte man das nicht erkennen. Ich hob den Zettel zuerst auf. Es war sauber geschrieben und es war der Schrift gelungen, perfekt zentriert zu sein, obwohl das Papier nur ein Fetzen zu sein schien, der aus einem größeren Stück herausgerissen worden war. Darauf stand in Großbuchstaben: Hinter dir. Ich bin mir sicher, ich muss Ihnen nicht erklären, wie beunruhigend das war. Ich drehte mich um, noch bevor ich ganz begriffen hatte, was ich da gelesen hatte. Hinter mir befand sich ein Fenster, durch das man die Straße unter dem Arbeitszimmer meines Bruders und den sich verdunkelten Himmel darüber sehen konnte. Aber da war nichts. Niemand, der die Straße entlang ging, kein Auto, das sie entlang fuhr, nichts, was in irgendeiner Weise fehl am Platz schien. Ich blickte zurück auf den Zettel, zuckte mit den Schultern und griff nach dem Spiegel. Er war etwas schwerer, als ich erwartet hatte.
Er schien aus Gold gemacht zu sein oder zumindest vergoldet, auch wenn er so stark angelaufen war, dass man das nur schwer sagen konnte. Das Glas selbst war ein wenig schmutzig, schien aber noch intakt zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie alt der Spiegel war oder aus welcher Zeit er stammen könnte. Obwohl ich die Kiste gründlich durchsucht habe, konnte ich nichts finden, was erklären könnte, woher Christopher ihn hatte. Ich habe in den Spiegel geschaut. Ich war ein Wrack. Ungewaschene Haare, die Augen durch das ganze Weinen gerötet, die Lippen fleckig und vom Wein lila gefärbt. Seit ich in Christophers Haus war, hatte ich keine Gelegenheit gehabt, mich um mich selbst zu kümmern oder mich auch nur anzusehen. Und die Reflexion in diesem uralten Handspiegel zeigte das nur zu deutlich. Ich seufzte, schüttelte den Kopf und machte mich bereit, die nächste Kiste zu überprüfen, als sich der Winkel des Spiegels in meiner Hand leicht verschob und ich aufschrie. Er spiegelte nun das Fenster hinter mir und ich konnte ein Gesicht sehen, das hineinstarrte. Draußen war es dunkel und das Gesicht war fast vollständig in den Schatten verborgen, sodass ich nicht viel über die Gesichtszüge sagen kann, aber es war riesig und schien fast das ganze Fenster hinter mir einzunehmen. Das Einzige, was ich wirklich klar erkennen konnte und wobei mir schlecht wurde, waren die Augen. Helle, leuchtende, vorgewölbte Augen mit so dunklen Pupillen, die alles in sich aufsogen und mit gieriger Intensität beobachteten. Ich spürte, wie sich sein Blick in meinen Nacken brannte. Ich spürte seine nicht blinzelnden Augen. Meine Muskeln verkrampften sich in plötzlichem Schrecken und der Spiegel purzelte mir aus der Hand, drehte sich nur einmal, bevor er auf dem Boden aufschlug und in 1000 winzige Scherben zerbrach. 7 Jahre Pech, nicht wahr? Vielleicht war es das. Vielleicht muss ich diese schreckliche Panik vor diesen Augen, von denen ich weiß, dass sie mich verfolgen, für 7 Jahre spüren, bevor sie endlich verschwindet. Ich hoffe nicht. Aber vielleicht ist doch das nur Wunschdenken. Vielleicht ist das jetzt mein Leben. Für immer. Und es wird nie, nie aufhören. Ich habe versucht zu überlegen, ob ich weitermachen könnte, wenn das der Fall ist. Ich glaube, ich würde es versuchen. Zumindest bis zum Tod meiner Eltern. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie beide Kinder verlieren würden. Offensichtlich begannen meine wirklichen Probleme danach. Ich könnte das Gesicht als eine kurze, aber schreckliche Halluzination abtun, aber das Gefühl, ständig beobachtet zu werden, einem prüfenden Blick ausgesetzt zu sein, kann ich nicht so einfach wegdiskutieren. Ich habe die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass ich einfach verrückt werde. Sich beobachtet fühlen ist kein ungewöhnliches Symptom einer Psychose oder Schizophrenie. Und ich habe auf die anderen Symptome geachtet, aber ansonsten geht es mir gut. Es stimmt, dass es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren, aber das liegt nur daran, dass ich nicht schlafen kann, weil sie mich beobachten. Diese unsichtbaren Augen, die überall herumschweben und mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Ich bin nicht verrückt. Ich bin sicher, dass ich nicht verrückt bin. Ich habe immer noch die Reste des Spiegels. Es ist nur noch ein verbogener Goldrahmen. Ich habe versucht, neues Glas einsetzen zu lassen, aber die einzigen Augen, die das gezeigt hat, waren meine eigenen. Ich habe allerdings mit Angus gesprochen. Er wirkte ein wenig entnervt von der Art der Fragen, die ich ihm gestellt habe, oder vielleicht auch nur von der Intensität, aber er antwortete mir. Er erkannte den Spiegel nicht, aber vor ein paar Jahren wollte Christopher ein Buch über die Totems der sogenannten äußeren Kulte schreiben. Kleine organisierte Gruppen von Gläubigen, deren Glaube nicht einfach nur eine Abweichung vom Heidentum oder anderen großen Religionen darstellte, sondern die sich auf heilige Wesen oder Konzepte zu konzentrieren schienen, die völlig außerhalb dessen lagen, was man als normale religiöse Praxis bezeichnen würde. Einige schienen mehr mit dem antiken Schamanismus als mit der organisierten hierarchischen Anbetung gemeint zu haben, und alle waren sehr geheimnisvoll. Christopher hatte offenbar mehrere Artefakte gesammelt, die von einigen dieser Sekten als heilig angesehen wurden, obwohl ich in seinen Unterlagen keine Einzelheiten darüber finden konnte. Angus war sich auch nicht sicher, aber er glaubt, dass der Spiegel eines dieser Objekte gewesen sein könnte. Christopher hatte das Projekt offenbar etwa 1 Jahr vor seinem Tod aufgegeben und sich stattdessen der Erforschung zeremonieller Schnitzereien der Inuit gewidmet. Und hier kommen wir endlich dazu, warum ich hier bin. Weil Angus mir gesagt hat,
dass mein Bruder nicht allein geforscht hat. Er hatte offenbar mehrere Reisen nach London unternommen, um sich mit ihrem Institut zu beraten. Ich weiß nicht, warum oder worüber, und niemand hier scheint in der Lage oder willens zu sein, mir dabei zu helfen, es herauszufinden, aber er war hier. Ich werde nicht ruhen, bis ich weiß, warum. Nicht, dass ich überhaupt ruhen könnte. Diese Augen verfolgen mich immer noch, in meinen Träumen und in der wachen Welt. Sogar hier. Besonders hier. Ende der Aussage. Das ist schon eine der eigenartigeren Aussagen. Der Abschnitt für das mittlere bis späte 20. Jahrhundert scheint latent besser archiviert zu sein als der Rest des Archivs, was dazu führt, dass wir seltener falsch eingeordnete Aussagen aus dieser Zeitperiode finden. Die meisten Details aus Frau Mayers Aussage scheinen zu stimmen. Sascha hat von der BBC die Bestätigung erhalten, dass sie zwischen 1970 und 1972 tatsächlich eine der Moderatorinnen der Look East Evening News war, bis sie einen Nervenzusammenbruch erlitt und mehrere Kameras in ihrem Studio in Norwich beschädigt hatte. Martins Nachforschungen an der Universität von Southampton konnten auch die Details von Christopher Mayers Leben und Tod bestätigen. Ich habe sogar versucht, ein oder zwei seiner Bücher zu lesen, aber sie waren selbst für mich etwas trocken und schienen keine besondere Relevanz für diesen Fall zu haben. Ich konnte keine Hinweise darauf finden, dass er die Bibliothek oder die Beratungsdienste des Instituts in Anspruch genommen hat, aber selbst heutzutage werden diese Aufzeichnungen nicht so detailliert geführt, wie es eigentlich nötig wäre, was also nicht unbedingt bedeutet, dass er nicht hier war. Am interessantesten ist, was Tim über die letzten zwei Jahrzehnte im Leben von Frau Mayer herausgefunden hat, bevor sie 1993 im Gefängnis starb. Nach dieser Aussage arbeitete sie offenbar fast 12 Jahre lang in einfachen Jobs in der Dienstleistungsindustrie, bis sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater an Krebs bzw. einer Herzerkrankung gestorben sind. Über diesen Zeitraum gibt es keine offiziellen Aufzeichnungen, aber dann am 24. Oktober 1984 ermordete sie einen Lieferwagenfahrer namens Danilo Kostic. Sie entlud die eigentliche Ladung des Lieferwagens, nämlich Akten und Briefumschläge, bevor sie ihn mit mehreren Fässern Benzin füllte. Sie wurde südlich der Vauxhall Bridge festgenommen, nachdem sie eine rote Ampel überfahren hatte und mit einem anderen Auto zusammengestoßen war. Glücklicherweise entzündete sich das Benzin nicht und sie wurde von der Polizei aufgegriffen, als sie versuchte, vom Tatort zu fliehen. Sie wurde ursprünglich wegen rücksichtslosem Fahren angeklagt, aber es hat nicht lange gedauert, bis sie mit dem Mord von Herrn Kostic in Verbindung gebracht wurde, und so erhielt sie eine Freiheitsstrafe von 17 Jahren im HMP Holloway. 9 Jahre später ist sie dann an einer Lungenentzündung gestorben. Ein bizarres Verbrechen, offenbar ohne jegliches Motiv. Ein Detail, das mir immer noch aufstößt, ist, dass es sich bei dem Unternehmen, für das Danilo Kostic gearbeitet hat, Paper Run Limited, um das Unternehmen handelte, das seinerzeit den größten Teil des Briefpapiers an das Magnus-Institut geliefert hat. Ich habe eine ungute Ahnung, wohin sie mit dem Benzin wollte. Ende der Aufnahme. Ihr habt doch nichts dagegen, wenn ich das hier aufnehme, hoffe ich. Um ehrlich zu sein, ist das eines der Dinge, über die wir sprechen wollten. Das ist eine Intervention. Wie bitte? Wenn dir eine offizielle Disziplinaranhörung lieber wäre, ließe sich das arrangieren. Ah, na gut, sagt, was ihr sagen wollt. Wir machen uns Sorgen um dich, John. Und du bist seit dem Prentice-Vorfall ziemlich unberechenbar geworden. Und wir würden wirklich gerne nicht gezwungen sein, dich zu entlassen. Sicherstellen, dass es dir gut geht. Schaut, ich verstehe ja, dass ich in letzter Zeit etwas distanziert gewirkt habe. Du hast mein Haus beobachtet. Du bist mir in meiner Mittagspause gefolgt und hast meinen Schreibtisch durchwühlt. Du hast behauptet, ich hätte über einen Mord gelogen. Glaubst du, wir haben Gertrude umgebracht? Nein, so ist es doch. Vielleicht.
Ja, vielleicht habt ihr es getan. Ich weiß es nicht. John, das ist absurd. Da ist ungesundes Arbeitsumfeld noch zu harmlos. Ich gebe zu, dass es teilweise meine Schuld ist, dass es so weit gekommen ist. Ich hätte früher einschreiten sollen. Du glaubst uns immer noch nicht, oder? Es ist nicht so, dass ich euch nicht glaube. Es ist nur... Ich meine, ihr hättet es tun können. Im Ernst? Hör dir mal selbst zu. Das stimmt einfach nicht. Woher soll ich wissen, was stimmt, Martin? Da draußen gibt es Monster. Ich weiß nicht, wer oder wo sie sind oder ob einer von euch... Wenn ihr wollt, dass ich euch vertraue, ja? Dann tut es mir leid, aber dann brauche ich Beweise. Hier. Und das ist... Eine Kopie aller Überwachungsvideos von der Woche, in der Gertrude verschwunden ist. Die Polizei hat sie endlich untersucht und uns eine Kopie zurückgegeben. Es gibt keine Kameras im Archiv. Aber es gibt überall sonst welche. Auch an allen Eingängen zum Archiv. Und alles in allem liefern sie einen bemerkenswert detaillierten Überblick über all unsere Bewegungen in dieser Woche. Sogar über deine. Und du glaubst, das gibt jetzt jedem ein Alibi? Die Polizei glaubt das zumindest. Aber du kannst es gerne selbst überprüfen. Danke. Das werde ich. Und jetzt Schluss mit dieser Paranoia. Ich habe mir die Videoaufzeichnungen angeschaut, die Elias mir gegeben hat. Sie scheinen jedem ein solides Alibi zu geben und niemand wird beim Betreten oder Verlassen des Archivs gesehen, außer Gertrude. Zumindest nicht, bevor Elias hinuntergeht und das Blut entdeckt. Gertrudes eigene Bewegungen sind etwas sprunghaft und sie scheint zu jeder Tages- und Nachtzeit im Archiv ein- und ausgegangen zu sein, wobei sie an manchen Stellen ziemlich zerzaust aussah. Das könnte man später noch genauer untersuchen, aber im Moment... Ich weiß nicht recht, ob diese Entlastung meiner Kollegen eher eine Erleichterung oder eine Enttäuschung ist. Zumindest scheint es so, als hätte ich mich... Als hätte ich mich ihnen gegenüber ziemlich unfair verhalten. Ich hoffe nur, dass sie den Respekt vor mir noch nicht ganz verloren haben. Was mich allerdings nicht beruhigt, ist die neue Bedeutung, die den Tunneln unter dem Archiv zukommt. Denn es wird immer wahrscheinlicher, dass derjenige oder dasjenige, das dort unten lebt, dasselbe ist, das Gertrude getötet hat. Ende des Nachtrags. Das Magnus-Archiv ist in deutsche Fernübersetzung und Vertonung und freigegeben unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike 4.0 International License. Das englische Original wurde geschrieben von Jonathan Sims und wird vertrieben durch RustyQuill.com.